Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil auf meinem Kanal. Und zwar habe ich, nachdem ich das Video mit der Batterieproblematik des Ford Rangers, was ich euch hier oben einmal verlinke, gedreht habe, habe ich danach viele Anfragen gekriegt. Du sag mal, wie funktioniert eigentlich Forescan? Wo bekomme ich das? Wie installiere ich das? Was kostet das? Und auf all diese Fragen möchte ich heute einmal eingehen und euch die ersten Steps mit Forescan zeigen. Und das Ganze ist geplant, dass ich das als eine Serie mache mit verschiedenen Teilen, wo es um verschiedene Einstellungen geht. Und wenn du Bock hast und dich auch die anderen zukünftigen Teile interessieren, dann lass doch mal direkt ein Abo da. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit der Installation. Forescan bekommt ihr auf der Seite forescan.org und dort findet ihr das Ganze unter dem Reiter Products. Jetzt gibt es hier verschiedene Versionen, und zwar einmal für Windows und dann gibt es noch zwei Lite-Versionen, einmal für iOS und einmal für Android. Die iOS und Android-Version, also die Lite-Version, mit denen kann man nicht programmieren. Aber man kann mit diesen Lite, wenn man einen ODB-Stecker hat, der Bluetooth-Verbindung hat, zumindest Fehler auslesen, falls mal irgendwas im Fehlerspeicher steht, und auch Fehler bestätigen bzw. löschen. Das wiederum geht mit den Lite-Versionen für Smartphones oder Tablets. Aber wir wollen ja wissen, wie funktioniert das Ganze mit dem Umprogrammieren. Und deswegen laden wir uns dann einmal auf der Seite die Forescan-Version, die steht ganz oben für Windows, die Forescan-Version 2.3.34 Beta vor Windows runter. Wenn ihr das habt, könnt ihr direkt einmal draufklicken, müsst dann einmal bestätigen, ja, bitte auch wirklich ausführen, ich möchte das installieren. Und dann leitet er euch eigentlich auch schon durch. Er fragt jetzt nochmal ab, okay, welche Sprache, Deutsch, ja, ist in Ordnung. Ich akzeptiere die Vereinbarung, natürlich. Ja, von mir aus kannst du es dahin installieren. Ja, das darfst du auch so nennen. Ja, ich möchte auch ein Desktop-Symbol. Ja, ich möchte die Waschmaschine gegen einen Trockner tauschen. Ach nee, installieren. Okay. So, jetzt installiert er einmal kurz das Programm. Ist dann aber auch schon fertig, also es geht wirklich fix. Ihr klickt dann einfach einmal auf Fertigstellen. Und das war auch schon der Installationsprozess. Wenn wir jetzt einmal in die Software gucken, haben wir hier auch schon gleich die Excel, die Anwendungsdatei. Die können wir einmal öffnen. Die Verbindung eines Computers oder anderes Gerät, wenn wir ein Fahrzeug führen, ist nicht sicher und wird nicht empfohlen. Macht auch irgendwie keinen Sinn, während der Fahrt in seinem Auto rumzuprogrammieren. Aber ja, danke für den Hinweis. Jetzt öffnen wir das einmal groß und jetzt haben wir, wenn wir unter Einstellungen gucken, dieses Rad hier, steht hier Demo-Modus. Den machen wir erst einmal aus. Hier unten auf dem Lenkrad, da finden wir alles über Forescan. Und hier steht letztendlich auch Enter Activation Code. Aber wo bekommen wir denn jetzt den Lizenzschlüssel her? Bei Forescan auf der Seite. Also wir kopieren uns einmal hier die Hardware-ID. Steuerung C kopieren. Das ist wichtig, weil die benötigt ihr gleich noch einmal für die Testversion. Und jetzt gehen wir mal wieder auf die Seite und jetzt stellen wir fest, okay, es gibt zwei Möglichkeiten, das Ganze zu aktivieren. Entweder hier unten get free, also kostenfrei, eine zweimonatige Testversion. Oder aber eine Extended Lizenz, also eine freie, komplett freie Lizenz kaufen für ein Jahr, für drei Jahre, für fünf Jahre oder ein Leben lang. Ich selber habe eine 3-Jahres-Lizenz gekauft, weil dieses Programm einfach zuverlässig funktioniert, immer weiterentwickelt wird und ich der Meinung bin, dass man Creator und Leute, Programmierer, die sich hinsetzen und sowas schreiben, unterstützen sollten. Ich möchte euch jetzt zeigen, wie geht das Ganze eigentlich, wenn ich das kostenlos wirklich einfach nur mal testen möchte. Und zwar geht ihr dafür auf die Get Free
Accent License für 2 Monate Trial und dann landet ihr in dem Forescan Forum. Hier müsst ihr euch einmal einen Account anlegen und das ist einmalig, geht schnell, kostet nichts, ist so völlig umsonst, ist halt ja, wie in jedem Forum einfach üblich. Ich habe das Ganze schon gemacht, meine Daten stehen da schon, ich sag mal, ich klicke mal auf Login. Und das nächste Feld, was ihr dann seht, ist auch schon das, was ihr braucht, um einfach den Lizenz-Key zu bekommen. So, jetzt fragt ihr euch First Name, Last Name. Da könnt ihr letztendlich eingeben, was ihr wollt. Ob ihr da euren echten Namen eingebt oder einen gefakten Namen, das kontrolliert keiner gegen. So. Sie hätten jetzt gerne noch mal eine Telefonnummer. Bisher hat mich, ich habe das am Anfang, habe ich auch diese Testversion genommen, bis ich mich dazu entschieden habe, okay, das ist gut, dafür will ich Geld ausgeben. Mich hat noch nie einer angerufen in der Zeit. Also, auf jeden Fall, die wollen eine Telefonnummer haben. Ich verpixel die jetzt natürlich, sorry Leute. Und die Hardware-ID. Und die Hardware-ID haben wir eben kopiert. Ich gehe nochmal zurück, wenn wir in Forescan sind. Und dann hier unten, ganz unten, auf über, auf das Lenkrad, da steht die Hardware-ID. Und die kopieren wir uns komplett, so wie sie ist. Und fügen sie da unten einmal ein. Und dann klicken wir nur noch auf Generieren. Jetzt haben wir auch im Prinzip den Lizenzschlüssel schon fertig. Und was wir jetzt noch machen müssen, hier steht es ja auch noch, please download it. Also hier hinten auf Action, unter Action downloaden. Und wenn wir das gemacht haben, ja, das habe ich ein paar Mal häufig angeklickt. Und wenn wir das gemacht haben, steht er jetzt hier drin. Und mit diesem Lizenz-Key, mit dieser Datei, das ist eine Key-Datei, da gehen wir jetzt wieder zurück nach Forescan und sagen Lizenzschlüssel laden. Forescan Lizenz Key, da ist er. So, das Ganze bestätigen wir jetzt einmal. Diese Änderungen werden erst beim Neustart der Anwendung angewandt. Jetzt neu starten. Ja, bitte. So, jetzt hat er das einmal neu gestartet und wenn wir jetzt hier unten auf das Lenkrad gehen, dann sehen wir, es ist aktiviert. Und gültig bis zum 22.09.2020. So, jetzt haben wir alles installiert und können direkt losstarten. Und ich würde sagen, dafür gehen wir jetzt runter zum Auto. Und dort zeige ich euch, mit welchem ODB-Adapter macht ihr das am besten und was müsst ihr alles beachten, einstellen, um das Fahrzeug zu verbinden. Und in dem Sinne sehen wir uns gleich wieder. Jetzt sind wir am Ranger angekommen, in meinem Fall. Die Programmierungen und Forescan funktionieren bei mehreren Ford-Modellen. Da müsst ihr einfach mal gucken, was bei euch möglich ist. Mein Notebook steht schon hinter mir, Forescan ist schon geöffnet und ansonsten benötigt ihr zum Programmieren noch ein ODB2-Adapter. Das ist die Schnittstelle, das Interface, um zwischen dem Computer und euren Steuergeräten am Auto zu kommunizieren, zu lesen und zu schreiben. Und wichtig ist dabei, wenn ihr so einen kauft, dass der umschaltbar ist, weil die Steuergeräte haben alle eine unterschiedliche Programmiersprache, möchte ich es nicht nennen, unterschiedlichen Ansprechverhalten. Das Ganze nennt sich MS oder HS. Und es ist wichtig, wenn ihr alle Steuergeräte wirklich beschreiben wollt, dass er beide Module unterstützt. Und der hier hat in dem Fall oben einen Schalter. Und darüber lassen sich die unterschiedlichen Module wechseln. Der Rechner ist hochgefahren. Wir öffnen jetzt einmal Forescan. Und da ist es auch schon. Was wir jetzt machen müssen, ist den ODB-Adapter mit dem Notebook verbinden. Das Ganze über USB. Ich stecke den jetzt einmal in den Port rein. Und damit funktioniert das Ganze auch schon. Jetzt müssen wir den ODB-Adapter noch unten in die ODB-Dose stecken. Die findet ihr unter dem Sicherungskasten im Fußraum. Und da ist die auch bei fast allen Fahrzeugen zu finden. Jetzt stehen wir hier unten. Das Fahrzeug ist aktuell nicht verbunden. Das heißt, wir sagen mit Fahrzeug verbinden. Jetzt fragt er, okay, folgende Sachen müssen Sie machen. Die Zündung auf an. Machen wir.
HSMS-Kantschalter ist, falls verfügbar, ist in HS-Kant-Position, ja. Falls ihr nicht wisst, welches die Position ist, ist das nicht schlimm. Wenn ihr die falsche habt, dann sagt er euch das. Fahrzeug bewegt sich nicht? Nö. Okay, damit klicken wir auf OK und er prüft das Wi-Fi. Also die Verbindung, er guckt jetzt, über was hat er die Möglichkeit, den ODB anzusteuern. Und er hat über COM3, USB-Port, den ODB-Adapter gefunden und verbindet. Jetzt liest er gerade alle Fahrzeuginformationen aus. Das dauert beim ersten Mal immer extrem lange. Und jetzt fragt er, hat deiner einen HSMS-Kantschalter? Ja, hat er. Und sagt jetzt, okay, dann bitte einmal umstellen. Das tun wir. Klack. Und bestätigen das Ganze mit OK. Und jetzt liest er alle anderen Steuermodule aus. Deswegen hat der Adapter auch die zwei Möglichkeiten des Umschaltens, weil unterschiedliche Arten angesprochen werden bei den Steuergeräten. Jetzt liest er alle anderen Sachen aus und sagt, okay, möchten Sie das Fahrzeug speichern? Das fragt er beim erstmaligen, damit ihr zukünftig das Profil auswählen könnt von dem Fahrzeug und damit ein bisschen schneller im Start seid. Ja, ich möchte das einmal speichern, ist aber heute auch wieder schwierig hier. Und damit steht hier unten jetzt, das Fahrzeug ist grün und wir sind startklar. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal in die Konfiguration gehen, dann sehen wir hier alle unterschiedlichen Steuermodule, was man darüber programmieren kann und welche versteckten Funktionen alles noch freigeschaltet werden kann. Das zeige ich euch in einem der nächsten Teile. Deswegen, wenn dir dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und vor allen Dingen abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Wenn ihr fertig seid, müsst ihr das Fahrzeug noch wieder trennen. Und da war der Verbinden-Button und direkt daneben ist der vom Fahrzeug Trennen-Button. Einmal kurz draufgeklickt und schon hat er das Fahrzeug getrennt und ihr könnt alles ganz in Ruhe abmachen. Ansonsten, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Resttag und sage bis zum nächsten Video. Ciao!